Willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testoleros. Heute geht es um den Endgegner im Monat Juli. Monat Juli, genau. Dieser Beitrag zeigt unsere Meinung, unsere eigene Meinung. Und was Satire und Sarkasmus ist, das brauche ich, denke ich, mal nicht erklären. Also ihr seid damit informiert. Los geht's! PayPal sperrt wieder Konten. Das ist nicht das erste Mal, das war schon wiederholt. Und zwar vor allem entweder zufällig oder bei Leuten, die halt nicht so gern gesehen sind. Berlin veröffentlicht Zahlen über Plagiate bei Doktorarbeiten. Das ist nun jetzt mittlerweile ein alter Hut, dass ja viele Doktorarbeiten, das heißt viele, auf jeden Fall einige Doktorarbeiten halt einfach klipp und klar gefälscht sind. Wie soll man sagen, es wurde dafür bezahlt, es wurde halt nicht selbst gemacht. Ne? Meinst du? Ja. Die Grünen natürlich, ein Senator ist mal wieder gegen Privatautos und Einfamilienhäuser für die arbeitende Bevölkerung, natürlich nicht für die Politiker selber. Wo kommen wir denn da hin? Der Protest der Bauern, 30.000, die haben natürlich auch Rückhalt von den deutschen Bauern, ist klar. Aber das sind ja Helden. Ja, das sind jetzt erstmal bloß die Themen. Impfnebenwirkungen, jetzt dämmert's. Prozente der Covid-Intensivpatienten stimmen natürlich auch nicht. So, der schlimmste Albtraum in Wimbledon, um Gottes Willen, eine Russin hat gewonnen. Also wer hat denn das geschrieben? Adolf Hitler, keine Ahnung, das ist ja ein Artikel. Das ist ja Wahnsinn. Ja, könnt ihr euch mal angucken, war im Fokus. Lauterbach warnt vor Hitzewelle, die es nicht gibt. Ich meine, im Sommer wird es warm. Ah, und im Winter wird es kalt. Ganz einfach. Transfrau schwängert im Frauengefängnis zwei Mithäftlinge. Ja, Amerika, ja. Ohne Worte, das ist irre. Dann gibt es wieder die Sache mit den pathogenen Mikroben auf Masken. Masken, Stiftung Warentest etc. Impfpflicht verschärft, Hebammen in Notstand in Bayern. Ja, dann wird halt nicht mehr 7 Tage die Woche Babys zur Welt gebracht, sondern dann ist mal am Wochenende zu. Ja, dann finden die woanders hin. Wer ist denn jetzt der Endgegner? Na, der Herr Habeck. Achso, na, sagt das doch. Und seine Mitklima-Entgegner. Seine kleinen Helfer. Genau. Frieren für Ideologie, Deutschland hat fertig. Okay. Gestern länger Hände waschen, heute kürzer Hände waschen. Na? Also, ja. Bei Corona länger Hände waschen. Aber heute, beim Wasser und so, bitte kürzer Hände waschen. Ganz wichtig, darauf müsst ihr achten. Gasverbrauch per Verordnung, jetzt kommt die Energiepflicht. Und Energiewende und ihre dramatischen Folgen. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also, und jetzt kommt die Klimadiktatur. Gerät bloß nicht in Panik. Ja? Bloß nicht in Panik, das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Macht euch nicht verrückt, macht euch nicht irre, geratet nicht in Panik. Selbst entspannt, macht euch einen Plan. Im Grunde ist es jetzt so, die haben ja jetzt den Plan, jetzt Energie zu sparen. Seid jetzt Strom, Wärme, Wasser, Gas, im Prinzip alles. Ja, du sollst sparen. So, erstmal ein kurzes, mal eingeworfenes Beispiel. Es gibt Pläne, Hallen einzurichten für Bürger, die sich das Heizen nicht mehr leisten können. Also dann können die da hingehen und dann wird schön geheizt und dann haben sie da warm. Super. Wer sind natürlich die, um die da geht? Ganz klar, Rentner. Ja, die nur 600, 700 Euro im Monat verdienen. Jetzt mal als Beispiel. Geringverdiener, ist klar. Obdachlose. Hat noch jemand vergessen? Ich glaube nicht. Warmwasserrationierung. Von der Regierung verordnetes Frieren und Stinken, wenn es nach mir geht. Ja. Das sind so eine Sachen, es betrifft im Prinzip bloß die armen Leute und die kleinen Leute. Niemals die da oben. Oder die sowieso Performance kriegen. Es ist immer so, dass diese ganze Energiekrise selbst gemacht ist. Und
dass man nur durch diese erneuerbaren Energien, Solar und Wind, das hat nicht funktioniert. Und wenn die reden von irgendwelchen Wärmespeicher oder Stromspeicher, es wird schwierig, da überhaupt was zu finden, sondern nur Projekte, wir haben vor, es könnte sein, man hat vor, man ist es geplant. Es wird hier im deutschen Stromnetz in dem Sinne so gut wie nichts gespeichert. Vereinzelt ja, aber das ist lächerlich gering. Und wenn es mal wirklich Leute gibt, die wollen was speichern oder wollen dann halt über Solar gehen, dann wird es denen sogar noch erschwert durch die ganzen Verordnungen. Das heißt im Prinzip, wenn wir zu viel Strom produzieren, dann verschenken wir, beziehungsweise bezahlen noch einen Obolus, damit man uns den Strom abnimmt. Ja. Oder Österreich speichert halt den Strom, den wir zu viel haben. Und wenn wir dann zu wenig haben, durch die Spannungsspitzen im Stromnetz, dann kaufen wir das wieder teuer ein im Ausland. Und das ist es nämlich. Und wer da Energie sparen will, wie Sani, wo soll man da Energie sparen? Oder wo soll man da Wärme sparen, wenn man da so gut wie gar keine Möglichkeit hat, diese Wärme zu speichern? Ja, es gibt vielleicht in Einfamilienhäusern minimal so Energiespeicher, wenn jemand sowas hat, oder Akkus oder was auch immer, aber wo wird der Strom vom Stromnetz gespeichert? Also es wird nirgendwo gespeichert. Nie in dem Ausmaße, wie man das eigentlich machen sollte. Und ja, Nürnberg hat da so ein interessantes, wie soll man sagen, Stromsparkonzept. Die Schließung der Hallenbäder in Nürnberg vom Oberbürgermeister Markus König. Die wollen bis Ende September wollen die Wärmeenergie einsparen von 383 Haushalten bzw. 1500 Menschen. Stromersparnis von 789 Haushalten bzw. 3100 Menschen. Also im Prinzip von jetzt bis Ende September. Und korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ja, die haben einen Wärmespeicher. Ist richtig. Nur jeder Wärmespeicher und so weiter braucht ja auch Strom. Na, nur mal so viel dazu. Und bei 530.000 Einwohnern von Nürnberg. Und wenn man sich das mal durchrechnet, könnt ihr euch angucken im Internet, dann komme ich auf ca. 3-4 Stunden pro Haushalt. Was die denn speichern in dem Sinne. Also das ist lächerlich. Herr Habeck, bitte sagen Sie mir, warum wir überhaupt sparen. Und sparen Sie, Herr Habeck? Der duscht da nur nur fünf Minuten. Aber duscht. Ja. Und dann geht's in Whirlpool. Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Du fährst da mit Fahrrad zur Arbeit. Deshalb frage ich ja den Herr Habeck und seine anderen Kollegen. Spart ihr den Strom? Spart ihr Energie? Betrifft es euch denn? Geht ihr auffrieren oder geht in der Hallen, um euch da aufzuwehren? Das ist mal eine gute Frage, finde ich. Oder wie seht ihr das, Community? Schreibt das mal in die Kommentare. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Herr Habeck hat einfach versagt. Zu erwarten von einem grünen Wirtschaftsminister. Gut. Habe ich zu viel geredet oder zu wenig? Ich weiß es nicht. Rote Karte. Rote Karte. Berlin derzeit ihren Wirtschaftsminister. Genau, Herr Habeck und seine lieben Politiker. Grüße gehen raus. Wie schon gesagt, macht euch einen Plan, aber gerät jetzt nicht in Panik. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Vorher war Klopapier, jetzt werden hier diese Aggregate gekauft und die Heizlüfter und so. Ist irre, naja, damit kurbelt man natürlich wieder die Produktion an, beziehungsweise die Wirtschaft. Das wollte natürlich nie jeder. Also ich muss ganz ehrlich sagen, erstens mal werden die wirklich total irre, das so weit kommen zu lassen. Ja. Realistisch ist es ja mittlerweile, weil man sieht ja, was sie gemacht haben. Das hat ja so unsere Außenpolitikerin mitbekommen, dass das so weit nicht kommen darf, sonst... Naja. Wird der Pöbel auf der Straße gehen. Also ist er auch deswegen hier der Endgegner, weil er einfach nur Panik schürt. Auch. Na, das natürlich auch. Das ist ja das Grundsdings. Panik schüren, den Leuten die Geld aus den Taschen ziehen, also Umverteilung. Ne? Ist ja auch so. Das sind so die Kriterien. Und man darf nicht vergessen, den betrifft das nicht. Den interessiert das nicht. Hey, so ist ja auch angelogen. Ja. Gut. Ich würde sagen, trinken wir ein Bier. Ich habe jetzt langsam die Schnauze voll. Anderes Thema. Ja, also wir haben jetzt auch wieder Ruhe, einen Monat lang.
erst nächsten, Anfang nächsten Monat gibt es wieder den Held und den Endgegner diesen Monats, also August. Und genau, das nächste Mal werdet ihr uns dann wiedersehen bei was für ein Bier? Ein Bernauer Kellerbier müsste das sein, ja. Bernauer Kellerbier. Wie geht jetzt im Keller und holt das? Ich fahr schon immer nach Bernau und holt das Bier. Ihr abonniert den Kanal und liked und schreibt einen doofen Kommentar. Genau, Daumen hoch, und Daumen runter. Glocke aktivieren wir jetzt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie eure Meinung dazu ist. Meinungsfreiheit gibt es ja hier immer noch. Und ich finde es auch ganz wichtig, jede Meinung zählt, ne? Bis demnächst.